Wie entsteht ein Butterbrot? Dann nehmen Sie ein Brot unter Butter und streichen Sie es drauf. Was ist das für eine komische Frage überhaupt? Das ist eine gute Frage. Entsteht, indem man Butter kauft, ein Brot und ein Butter drauf schmiert. Wie entsteht ein Butterbrot? Nicht zuerst das Brot schneiden, dann tut man es toasten. Ich toaste es und dann streicht man die Butter drauf. Wie ein Butterbrot entsteht? Zuerst einmal braucht man das Brot, die diversen Utensilien, was für die Broterzeugung notwendig ist, und dann eine Kuh, aus welcher man schlussendlich Butter gewinnt. Man braucht zumindest einmal Butter und Brot. Na, ein Schnitte Brot. Und dann die Butter schmiere ich drauf. Ist ein Butterbrot, oder? Nein, ich weiß gar nicht, was das ist. Ein was? Ein Butterbrot. Nein, Entschuldigung, das weiß ich gar nicht, was das ist. Butter und Brot. Ein Butterbrot entsteht, man schneidet ein Brot ab und schmiert das Butter drauf. Butterbrot. Ja, erledigt. Ja, da braucht man ein Brot, Butter und dann schmiert es. Schmiert man es. Das alles. Kühe für die Butter? Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Sache. Wie entsteht ein Butterbrot? Ein Butterbrot, ja. My God. Butterbrot ist eine Sendung. Butterbrot zeigt, wie es geht. Butterbrot auf Oktober.